Hallo meine Lieben, heute ist Mittwoch. Heute durften wir das erste Kalendertürchen öffnen. ich habe ja von Lidl den Adventskalender und hatte den 5-Euro-Gutschein heute gleich mal drin und zwei so Marzipan-Schokoladenstangen. Ja, mein Mann habe ich jetzt gerade heute beim Lidl einen Adventskalender mitgebracht, der beinhaltet so Frühstücksdinge. Honig, Marmelade, Müsli. Und er hat seins gleich aufgemacht und da war auch ein Müsli war da drin. Irgendwas mit Schokolade und Limited Edition. Das ist total süß. Auf alle Fälle habe ich nur noch 7,50 Euro für diesen Kalender bezahlt. Da war eigentlich schon reduziert auf 15 Euro. Da hat, ich weiß gar nicht, 25 Euro, glaube ich, hat er mal gekostet. Ja, das war der letzte Kalender. Und da war halt, das ist so ein Riesenteil, wo du aufklappst. Und da war der schon hinten so ein bisschen angerissen. Und da hat Mandy an der Kasse mir dann noch Rabatt gegeben. Und jetzt habe ich für den Kalender noch 7,50 Euro bezahlt. Ja, ist auch schön, oder? Ja, was ich euch sagen muss, ihr müsst unbedingt heute Abend, ich glaube 18 Uhr, wenn ich mich jetzt nicht täusche, ich hoffe es war 18 Uhr, unsere Nadine schauen vom Kleeblatt-Kanal. Ich verlinke sie euch, weil wir haben einen Adventskalender gestartet mit mehreren YouTubern. Bin dann auch dabei, aber erst so gegen Ende von Dezember komme ich dann noch dran. Und es lohnt sich, uns jeden Tag anzuschauen. Also jeder verlinkt dann denjenigen, der am nächsten Tag dran kommt, dass ihr Bescheid wisst, wie es weitergeht. Weil wir haben bei jedem Video einen Buchstaben versteckt und ich bin der letzte Tag, kann ich euch schon sagen. Bei mir gibt es den letzten Buchstaben und das Lösungswort könnt ihr dann an Nadine per E-Mail schreiben. Und es gibt dann zweimal 25 Euro Amazon-Gutscheine zu gewinnen. Also lohnt sich mitzumachen. So, und jetzt fange ich den Food Haul an. Wie gesagt, ich war heute bei Lidl. Und da kam mit zweimal diese Röhrchennudeln. Ich hätte eine Alufolie oder ein feuchtes Toilettenpapier gratis bekommen in der App. Und da es anscheinend Lieferschwierigkeiten mit diesen beiden Dingen gab, gab es dann einen Euro Gutschein in der App drin. Den habe ich dann heute aktiviert. Der Euro wurde dann abgezogen. So. Dann habe ich mitgenommen zweimal diese Sternanis. Ich zeige es euch richtig. Sternanis. Die benutze ich eigentlich als Deko, weil die duften so schön. Dann habe ich mitgenommen Zimtstangen. Ach, hier eine Vanille, beziehungsweise sind zwei drin. So, oh, dann mein Gewürzketchup. Den benutze ich ja schon immer. Solange ich denken kann, gab es das schon bei meiner Mama. Also, keine Ahnung. 40 Jahre? Noch länger? Ich weiß es nicht. Dann habe ich so eine Aufschnittplatte mitgenommen. Zweimal diese kleinen Paprika. Oh, ich liebe die. Die sind ganz toll. Die fülle ich mit Hackfleisch. Also gibt es gefüllte Paprika. Mache ich morgen. Und dazu noch Kartoffeln und die dann schön in der Soße vermanscht, die Kartoffeln. Mm.
Ja, da ist das Hackfleisch dazu. Ich mache das so ungefähr an wie für Frikadellen. Also Salz, Pfeffer mache ich rein, Senf, einen Teelöffel, Gemüsebrühpulver noch dazu als Würzung, Paprika, Rosenscharf, ein klein wenig Chili, Flocken, getrocknete, Zwiebeln und Knoblauch natürlich. Ja, und dann kommt es drauf an, ist es mir zu trocken, dann mache ich halt noch ein Ei rein und zerreibe noch ein bisschen Brötchen rein oder auch eine Toastbrotscheibe so reinribbeln. Ja, und das dann gefüllt in Paprika. Yam, yam. So. Da ich heute so eine Trantüte bin und so spät weg bin zum Einkaufen und dann gedacht habe, okay, gehst du noch in den Teddy, dann zeige ich euch dann in einem separaten Video. Ja, Teddy war ich noch und wo war ich noch? Ach, im Rossmann auch noch. Ja, gibt's heute Pizza. Wie ihr wisst, pimpe ich die ja immer auf. Da kommt dann noch Paprika drauf, Zwiebeln drauf, Mozzarella drauf, was halt so da ist. So, dann ein Waldmeisterbrot, beziehungsweise ein Weltmeisterbrot. Dann Aufbackbrötchen. Ach, dann gab es diesen grünen Tee, kostenlos. Da gab es verschiedene Sorten, Zitrone, Orange, Ingwer, das hier ist mit Jasmin, da gab es noch irgendeins, jetzt habe ich halt mal den hier mitgenommen, ich weiß aber nicht, ob ich das trinke, ich bin kein Teetrinker, wenn jetzt vererbe ich es meiner Mama. Das gab es auch kostenlos, ein Smoothie. Da habe ich den Banane, Mango, Orange, Maracuja und mehr mitgenommen. Dann esse ich ja schon seit 3 Wochen oder so, jeden Abend 2 oder 3 Orangen. Die sind ja immer so klein nur. Also wenn ich da an früher denke, früher waren das solche Dinger hier, ne? So Orangen. Ja. Auf alle Fälle 2, 3 jeden Abend und jetzt habe ich, seit mein Mann die Erkältung so arg hatte, da hatte den Husten und Schnupfen, habe ich ihn jetzt angesteckt. Jetzt ist er mit mir. Also sind es dann als 3, 4 jetzt jeden Abend, die ich da schäle. Wenn diese Schälerei nicht wäre, gell? So. Und da ich morgen auch faul bin, weiß ich jetzt schon. In letzter Zeit, ich weiß nicht, ich bin so ein bisschen antriebslos, motivationslos, keine Ahnung, vielleicht ist es auch das Wetter, dass ich irgendwie zu nichts Bock habe. Das ist aber auch, ich habe zum Beispiel jetzt 2 Tage den Tannenbaum da stehen gehabt, ne, und das Deko-Zeug außenrum. Und heute Morgen habe ich mich dann aufgerafft und habe endlich mal geschmückt. Also, ich weiß auch nicht, dass das irgendwie ist. Normal mache ich das gerne. Also das Treppenhaus habe ich auch schon dekoriert. Aber ich bin irgendwie überall noch nicht so richtig fertig. Da fehlt noch so der letzte Schliff, keine Ahnung. Ich meine, ihr wisst ja, wir wohnen hier auf der Baustelle. Sieht man hier am Hintergrund auch, ne? Aber trotzdem will ich es halt ein bisschen schön haben. Ja. Ja, genau. 2 von diesen Soßen hier habe ich noch mitgenommen. Was steht da? Da steht nichts. Auf jeden Fall ist es ohne Zusatz von Konservierungsstoffen. Und einfach ohne. Was auch immer es heißt. Ja. So, okay, wenn da wollt, zeige ich euch jetzt noch den Teddy Hall. Ich habe es nämlich hier neben mir.
Ach komm, mach mal. Ist nicht viel. Ich weiß es ja, du bist schon gesagt. Hatte, ich habe noch ein Toilettenpapier mitgenommen. Das überlege ich gerade wo. Ah nee, das war Rossmann. Völlig durcheinander. Ja, dann finde ich meine Baumspitze nirgends. Keine Ahnung, mir fehlen auch irgendwie noch Kugeln. Aber ihr wisst ja, wir haben zwei so Container auf dem Hof stehen, die voll mit Kartons sind. Schränken, Kartons, Krempel, Kram. Im Keller habe ich einiges an Kartons und Krempel, wo ich schon geguckt habe, aber ich finde es einfach nicht. Deswegen habe ich jetzt halt mir einfach mal die hier mitgenommen im Teddy. Die hat jetzt 5 Euro gekostet. Ist eine LED. Ich habe hier das Ding in der Hand. Ach, das. So sieht es dann aus. Ja, ist jetzt nicht der Hit. Aber bis ich irgendwann mal mein anderes gefunden habe. Irgendwann mal. Ach je. Ach, ich kann euch gar nicht alles zeigen. Ich habe noch einen Teil unten. Ja, dann habe ich meinem Mann so 2 Kniepolster mal mitgenommen. Weil wenn du da immer kniesch und fließen tust, also das ist dann auch nicht gerade angenehm. Dann denke ich mir, diese Dinger hier, diese Schaumstoff da, ist es doch schon weicher. Ach ja, dann habe ich mal wieder Handschuhe mitgenommen. Ich nehme ja immer zum Backen oder alles, was ich mit den Händen das Lebensmittel anfasse, Hackfleisch zum Beispiel, wenn ich das, oder mit dem Teig oder irgendwas, ziehe ich Handschuhe an. Das mache ich schon eh und je so, wegen den Schuppenflechten. Und ich muss sagen, weil ich das gar nicht so gern mag, so im Hackfleisch zum Beispiel, manchen, sind wir mit Handschuhen lieber. Dann habe ich mal mitgenommen ein Icing-Set in Rot. Habe ich noch nie gehabt, keine Ahnung. Mal austesten auf dem Plätzchen. Dann habe ich mir so einen Abroller geholt. Habe ich auch mindestens 3 oder 4 irgendwo rumfahren, keine Ahnung. Ach, dann habe ich 2 Sherry-Cola mitgenommen. Und das letzte in dieser Tasche ist diese Vase hier in Gold. Ja, und passend dazu habe ich noch ein paar Blümchen, die sind jetzt allerdings unten. Was heißt Blümchen? Das sind alles so in Gold gehalten. Das sind so, also Blätter. Also keine Blumen. Ihr werdet es in dem Video schon sehen, wenn ich es dann gemacht habe. Jawohl, das war's dann. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Genießt den Tag. Macht euer Kalendertürchen auf. Und vergesst mir nicht, das Kleeblatt, die Nadine, Kleeblattkanal anzuschauen. Ich verlinke es euch. Bis dann. Ciao.